Dieses Plattencover ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Envoûtante Afrique Noire, das betörende Schwarzafrika. Mit einer sehr exotisch inszenierten Frau wird hier Werbung gemacht, als hätten wir es mit einem afrikanischen Superstar zu tun. Wenn ich mir aber anschaue, was da eigentlich aufgenommen wurde, handelt es sich zum größten Teil um Instrumentalstücke und im Übrigen sind die Aufnahmen aus ganz verschiedenen Ländern. Den Namen der Frau auf dem Cover erfahre ich gar nicht. Ist das ein fairer Umgang mit einer anderen Musikkultur? Darum soll es in der Ausstellung Weltmusik in Bildern gehen.